Aloha Seekräuter, aloha Wohnzimmerkapitäne, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei dieser Schiffseinweisung zum neuen T9 Premium-Zerstörer der paneuropäischen Nation, die Friesland. Die ist der zweite Zerstörer im paneuropäischen Baum. Der erste Zerstörer ist ja seit kurzem die Bliskawiska, die vom polnischen Baum in den paneuropäischen Baum überführt wurde. Das heißt auch an alle, die die Bliskawiska schon besitzen und darauf einen Kapitän haben, den könnt ihr ohne Probleme von einem Premium-Schiff zum nächsten Premium-Schiff umziehen, ohne dass ihr dafür irgendwie Dublonen, irgendwelche Einweisungen oder sonst was bezahlen müsst. Also ist das vielleicht auch nochmal ein Grund, sich die Friesland zu holen, die wirklich interessant zu fahren ist. Ich habe mich da selber fast täuschen lassen. Ich hatte sie für langweiliger gehalten, muss ich ganz offen gestehen. Sie ist zu bekommen für 1.000.000 Free XP im Tech-Tree oder eben im Premium Store für 63,49 €. Die Friesland gab es auch in der Realität. Sie war Namensgeber der Friesland-Klasse, eine weiterentwickelte Klasse der Vorgängerklasse der Holland-Klasse. Beide Schiffe sind typische U-Boot-Jägerklassen, also sie wurden darauf ausgerichtet, U-Boote zu jagen. Und ja, Holland wollte ursprünglich mal 48 solcher Zerstörer anschaffen, also Holland-Klasse und Friesland-Klasse kombiniert. Deswegen hat dieser Zerstörer auch als Hauptmerkmal keine Torpedos an Bord, also ganz große Obacht, wenn ihr euch diesen Zerstörer holt, ihr habt keine Torpedos. Da gehen wir jetzt im Laufe der Schiffsvorstellung nochmal drauf ein. Wie gesagt, 1956 in Dienst gestellt. Es gab keine großen kriegerischen Handlungen, wohl eine Auseinandersetzung zwischen den Niederlanden und Indonesien. Irgendwie so ein bisschen, aber da gab es wohl keine große Ballerei, sage ich jetzt einfach mal. Am Ende kann man sagen, dass dieses Schiff hier, die D-812-Typenbezeichnung, 1979 verschrottet wurden und alle weiteren Schiffe der Friesland-Klasse, es gab nämlich noch 7 weitere, wurden verkauft und zwar an Peru. Das heißt, wir haben durchaus die Möglichkeit, davon nochmal eine zweite Version irgendwann im Spiel begrüßen zu können, denn in panamerikanischen Baum. Ja, da gibt es ja auch schon die Neve de Julio, die ja auch irgendwie mehr oder weniger fast doppelt im Spiel verfügbar ist, nämlich einmal bei Amerika und einmal bei Südamerika oder Panamerika. Also vielleicht kriegen wir das hier bei dem Schiff auch nochmal hin. Und ja, das ist das, was man zur Geschichte sagen kann. Und jetzt schauen wir uns einmal dann die Panzerung an. Die ist typisch für einen DD, nichts Besonderes, also können wir das fast überspringen. Ich will es euch nur der Vollständigkeit halber zeigen. Wir haben hier 19 mm überall und obendrauf im 13 mm und das war's. Ich schicke euch jetzt rüber ins Gameplay, aber nicht, bevor ich euch nicht noch den Hinweis gebe, ihr seid aus der Vergangenheit gewohnt, dass unsere Schiffseinweisungen eben auf die Standardwerte bezogen sind, ne? Dass ihr ein quasi nacktes Schiff seht. Und nach und nach diese Werte sich dann verändern und ich darauf eingehe. Ich möchte diesmal dazu übergehen, einfach auch aufgrund der Übersichtlichkeit, dass ihr gleich die richtigen Werte seht, wie mein Schiff hat und die euer Schiff haben kann, wenn ihr diesen Bild eben nachbaut. Schauen wir uns mal die Werte an, die mein Bild dann so hergibt. Ich habe hier einen 14er Kapitän auf der Friesland, das heißt, da sind noch 5 Skillpunkte zu vergeben. Das hat natürlich Einfluss auf meinen Skill oder mein Bild, den ich hier auf dem Dampfer habe. Gucken wir uns mal die Trefferpunkte an. 17.600, das ist gleichzeitig auch der Stockwert, weil ich hier eben noch nicht auf Experte der Überlebensfähigkeit gegangen bin. Das ist eher das untere Mittelfeld. Viele Schiffe sind leicht stärker und wenn ihr dann im T10 Matchmaking seid, habt ihr sogar viele DDs, die deutlich mehr Trefferpunkte haben als ihr. Das heißt, ihr seid da im Nachteil und das spiegelt sich auch bei der Artillerie wieder, weil ihr habt eben nur 2 Türme A2 Rohre. Viele DDs haben mindestens 3 Türme A2 Rohre dann auf den höheren Tierstufen und damit seid ihr auch gunmäßig im Nachteil. Auch wenn ihr sehr schnell schießen könnt, ist das oft halt problematisch. Ja, der Gegner hat 2 Türme nach vorne, also 4 Mumpel nach vorne, ihr nur 2 Rohre. Das ist halt, naja, schwierig, sage ich einfach mal, sich da in einem Dogfight behaupten zu können. Und vor allen Dingen hat der Gegner ja meistens dann noch Torpedos, die er dann zu eurem Hindernis ins Wasser werfen kann. Schauen wir uns mal die Hauptbatterie an, wie sie jetzt in meinem Bild aussieht. Wir haben hier eine Ladezeit von 1,6 Sekunden. Ich möchte sie hier später sogar noch auf 1,4 Sekunden drücken, indem ich die Schießgrundausbildung noch mit reinskille. Das erhöht dann übrigens auch nochmal den Schaden der Flak. Die Dauer der 180-Grad-Kehre sind 8,3 Sekunden. Das spielt hier aber nicht so eine große Rolle, weil die Türme nämlich alle beide vorne und hinten um 360 Grad wenden. Das heißt, ihr habt immer ohne Probleme die Türme alle ja, im Ziel, egal wie ihr manövriert. Die maximale Streuung in meinem Bild sind hier 117 Meter auf eine Kampfentfernung von 14,8 Kilometer. Das ist ein echt angenehmer Wert, muss man sagen. Auch wenn es da in unglücklichen Situationen schon mal dazu kommen kann, dass Granaten links und rechts von dem Schiff
eintauchen, wenn die nämlich spitz zu euch stehen. Das ist aber sehr, sehr selten, dass RNG euch da trollt und bei der geringen Ladezeit fällt das quasi nicht ins Gewicht. Dann haben wir 1750 Alpha-Damage-Punkte für die AI-Granate, wenn alles optimal verläuft. Es ist eher ein Mittelklasse-Wert, muss man ehrlicherweise sagen. Da gibt es DDs auf den Tierstufen, die ein bisschen mehr Alpha-Damage machen. Ihr penetriert übrigens nur 19 mm mit diesen Türmen von Hause aus oder mit den Granaten von Hause aus. Selbst wenn ihr EFAE skillt, kommt ihr nur auf 25 mm und damit penetriert ihr nicht besser bei Schlachtschiffen oder schweren Kreuzern, wenn überhaupt bei leichten Kreuzern oder leicht gepanzerten Kreuzern wie die Franzosen. Es gibt die russischen Kreuzer, also zumindest bis zu Dmitri Donskoi, die 25 mm haben. Und dann haben wir noch US-Kreuzer, leichte Kreuzer, also Seattle zum Beispiel, die 25 mm hat. Da würdet ihr durchkommen. Aber das sind gar nicht eure typischen Gegner. Das sind nämlich eigentlich eher die unbeweglichen oder langsam beweglichen Schiffe. Das heißt also Schlachtschiffe, die ihr auf größere Entfernung eben versucht anzuzünden und zu penetrieren. Also immer in die Aufbauten. Ich persönlich spiele das Schiff ohne IFAE, weil der Sinn oder der Nutzen nicht so stark ist und ihr eben 4 Skillpunkte dafür ausgeben müsst. Das ist hier anders anzulegen aus meiner Sicht. Die Brandwahrscheinlichkeit beträgt hier bei meinem Bild eben 11%. Ich habe nur die Guns, mit denen ich Schaden machen kann, also versuche ich auch dazu noch meine Brandwahrscheinlichkeit zu erhöhen. Das ist mein Ansinnen bei der ganzen Geschichte. Und das prockt schon ganz häufig. 11% ist ein richtig guter Wert. Viele Schiffe haben eben einen niedrigen Wert, trotz einem vollen Feuerskill. Ne? In dem Fall ist der Stockwert eben 8% und ich habe eben Sprengmeister und die Signalflaggen beide drauf, da ich eben auf 11% komme. Und dann schauen wir uns mal die AP-Variante an. Wir haben hier ganz normale Standard-Abprallwinkel, 0 bis 30 Grad ist keine Penetration möglich, gibt immer Abpraller, 31 bis 45 Grad ist eben random, da kann es Penetration geben und auch halt keine, also zumindest die Penetrationsberechnung, sagen wir so. Und dann ab 45,1 bis 90 Grad gibt es quasi immer die Penetrationsberechnung. Ne? Ihr müsst mindestens 20 mm mit eurer AP-Munition penetrieren, danach gibt es die Zündverzögerung von 0,01 Sekunde. Und dann könnt ihr den Alpha-Damage von im Optimal vor 2100 Punkten eben auswerfen pro Granate. Ihr penetriert auf 14 Kilometer 46 mm, auf 10 Kilometer 64 mm und auf 5 Kilometer 120 mm Panzerung. Das heißt, da sind dann auch Kreuzer durchaus mal gefährdet. Wenn ihr dann so nah rankommt, dann seid ihr aber auch sehr, sehr stark gefährdet. Das kann man schon mal gleich festhalten. Der Aufprallwinkel, ja, der Granaten beträgt auf 14 Kilometer 55 Grad, auf 10 Kilometer 24 und auf 5 Kilometer 5 Grad. Das heißt, ihr habt irgendwo so einen Schussbogen zwischen amerikanischen und japanischen DDs im oberen Ende und im unteren Ende eben D-Ring, russische DDs und deutsche DDs. Ne? Die haben alle eher flache Schussbögen, die Japaner und die Amerikaner haben sehr hohe Schussbögen und ihr bewegt euch so ziemlich in der Mitte dazwischen durch. Ne? Also da ist das Ding so ein bisschen angesiedelt. Die ganze Geschichte, die Hauptbatterie hat ein Sigma von 2,0 und aufgrund von 120 mm Projektildicke oder Kaliber haben wir eine Normalisierung von 10 Grad. Das heißt, die Granate normalisiert sich um 10 Grad zu eurem Vorteil beim Aufprall auf die Panzerung. Das heißt, sie muss weniger Weg durch die Panzerung zurücklegen. Gut, dann haben wir schon alles, was man eigentlich dazu sagen kann. Die Mündungsgeschwindigkeit hier ist bei beiden Granatentypen gleich. 825 Meter ist eine ganz annehmbare Geschichte. Und dann kommen wir zu dem Prunkstück, also zu einem der nächsten Prunkstücke. Die Hauptbatterie ist ja auch 1, ne, durch die schnelle Nachladezeit. Die Flugabwehr. Die Flugabwehr hat es in sich seit dem Umbau der Flugabwehr, die ja jetzt quasi vor kurzem passiert ist, stellt sich das alles ein bisschen cooler dar, kann man eigentlich sagen. Wir haben jetzt eine Flugabwehr-Sektorpriorisierung, die jedes Schiff unterschiedlich hat. DDs, Kreuzer und Schlachtschiffe haben da unterschiedliche Werte leicht drin. Und hier bei der Friesland haben wir eine Mittelstrecken- und eine Langstreckenflugabwehr. Die Mittelstreckenflugabwehr macht in meinem Bild aktuell 298 kontinuierlichen Schaden, hat eine Trefferwahrscheinlichkeit von 100%, also die fallen da immer an und eine Reichweite von 100 Metern bis 3,5 Kilometer. Und dazu gibt es dann die Langstrecke, die von 100 Meter bis 6 Kilometer reicht. Also da ist schon mal 200 Meter mehr als bei vielen anderen Zerstörern im Spiel, dass man eben
6 Kilometer weit schießt und nicht nur 5,8 Kilometer. Dann gibt es 6 Explosionen bei dem Dampfer mit 2198 Alpha Damage in der Explosion und 154 kontinuierlicher Schaden in dem, ja, in dem normalen Bereich, sage ich jetzt mal. Das wird ja dann ab der Mittelstrecke, werden, da kommen ja nochmal 300 dazu. Ja, und wenn ihr dann noch eben die Sektorpriorisierung benutzt, dann wird der maximale Schaden ja nochmal verstärkt um 35%. Und ihr könnt das defensive Flakfeuer benutzen, was dann auch nochmal den Schaden deutlich verstärkt, weil dieses Schiff hat in einem separaten Slot defensive Flakfeuer. Und ihr seht ja selber, der Flugabwehrwert ist schon ganz gut angegeben. Der kontinuierliche Schaden, er ist wirklich cool, macht echt Spaß. Ich habe auch gegen T10 CVs schon gekämpft und hatte da echt Spaß, die Schiffe oder die Flugzeuge aus dem Himmel zu schießen. Und ich glaube, damit hat er auch nicht gerechnet. Vor allen Dingen, weil ihr selber aus der Luft nur 2,3 Kilometer erkennbar seid. Ist ja eine Besonderheit bei DDs, dass sie niedriger erkennbar sein können, als die Flugabwehr reicht. Alle anderen Schiffe haben es ja genau umgekehrt. Die Mist sind ja weiter zu erkennen, als die Flugabwehr reicht. So, also der Dampfer ist echt eine Überraschung. Das macht, das werdet ihr immer wieder erfahren, wenn ihr diesen Dampfer habt. Kommen wir zur Manövrierbarkeit. Die Höchstgeschwindigkeit ist hier eine Schwäche, muss man ganz klar sagen. 37,8 Knoten stehen hier nur zu Buche und das wohlgemerkt schon mit Sierra Mike Flagge. Ist wirklich mau, vor allen Dingen, weil ihr keinen Motorboost in diesem Schiff verbaut habt und damit nochmal irgendwie mehr erreichen könnt. Also mal Schnellverlager von A nach C ist nie so einfach, dass ihr dann einfach mal auf den Motorboost drückt und habt da mal 3 Minuten, wo ihr durch die Karte da cruisen könnt, um da irgendwie zu unterstützen oder so. Ihr habt als maximalen Limit 37,8 Knoten. 620 Meter ist der Wendekreis, Ruderstellzeit 4 Sekunden, theoretisch runterskillbar auf 3,2. Ich habe mich hier für die Antriebsmodifikation entschieden, weil ich das für sinnvoller halte. Ich habe eben hier Nebel dabei, man operiert aus diesem Nebel sehr häufig, muss Torpedos ausweichen und so weiter. Da ist Ruderstellzeit nicht so super wichtig, diese 18 Sekunden. Der Wendekreis verändert sich ja dadurch nicht. Es ist ja nur die Zeit, wie das Schiff reagiert. Ja. Und da ist das Anfahren oder Bremsen eben für mich wichtiger. Die Erkennbarkeit zu Wasser ist wieder eher ein Manko bei diesem Schiff. Mit 6,4 Kilometer sind wir doch sehr, sehr weit zu erkennen. Nicht so weit wie die französischen DDs, aber ja, weiter als eine Gearing zum Beispiel oder eine Shimakaze natürlich. Auch als eine Z52. Wir gehen immer früher auf und das ist eben das Problem. Ne? Ihr wisst meist noch gar nicht, von wo ihr entdeckt seid oder seht den DD gar nicht, wenn er das geschickt macht. Und ihr seid offen und könnt beschossen werden. Das ist ja ein bisschen problematisch. Also das muss man dann halt ja, einschätzen lernen, muss man einfach sagen. Ob einem das liegt oder ob einem das nicht liegt, ja, ich hoffe, ihr könnt euch das schon so ein bisschen zurechtlegen, ob das passt oder nicht. Also ich habe persönlich nicht so eine Probleme damit, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allen Dingen, weil man mit dem Schiff auch eher im Verbund mit anderen Schiffen operiert. Man ist nicht so ein Einzelgänger, sondern man sollte gucken, dass man möglichst Unterstützung von Kreuzern oder anderen Schlachtschiffen hat, die einem dann da so ein bisschen helfen. Also zusammen mit einem Radarkreuzer macht das Ding hier richtig Spaß, das kann ich euch versprechen. Ja, Erkennbarkeit zur Luft hatte ich schon erwähnt, aber Erkennbarkeit nach dem Feuern der Hauptgeschütze im Nebel. Darauf möchte ich nochmal eingehen, weil die sind hier bei 3 Kilometer angegeben. Das ist doch eine ganze Ecke mehr als bei anderen DDs. Ja, also eine Z52 oder eine Deering oder so geht nicht so weit auf, wenn sie aus dem Nebel schießt. Das ist hier so ein kleines bisschen ein Manko. Das sind jetzt nicht Kilometer, das sind so ein paar hundert Meter, die das Schiff hier eben weiter aufgeht. Muss man im Hinterkopf behalten. 3 Kilometer ist da die Grenze, wo ihr ja definitiv entdeckt werdet, wenn in dem Bereich ein Schiff unterwegs ist. So, und dann kommen wir schon zu den Verbrauchsmaterialien, die ich hier in meinem Dampfer eingebaut habe. Vorne im ersten Slot gibt es natürlich das Schadensbegrenzungsteam. Ich gehe nur noch auf die Premium-Versionen ein. Es wird in Zukunft ja nur noch die verbesserten Teams geben, die dann kostenlos werden. Also da gibt es für keinen Nachteil drin sozusagen, sondern die Werte werden an diese Sache angepasst, aller Voraussicht nach zumindest. Deswegen, Schadensbegrenzungsteam 2, Ladezeit 38 Sekunden, Wirkungsdauer 5 Sekunden in meinem Bild. Dann in Slot 2 separat, Nebelerzeuger 2 habe ich hier drin. Ja, ihr habt 127 Sekunden Nebelwand, das heißt über 2 Minuten könnt ihr im Nebel stehen. Richtig geil, der amerikanische Nebel eben. 3 Aufladungen gibt es davon und alle 152 Sekunden ist so ein Nebelwerfer für euch parat. Das macht schon echt Laune. Wenn ihr dann die ganze Zeit in eurem Nebel steht, ja, der ja 127 Sekunden lang geht, dann müsst ihr eigentlich
nur 30 Sekunden so ein bisschen warten und dann habt ihr schon wieder den nächsten Nebel parat, wenn ihr den richtig gut ausnutzen könnt. Passiert nicht immer, aber kommt schon mal vor. In Slot 3 gibt es dann das von mir schon erwähnte defensive Flakfeuer, was ja auch überarbeitet wurde mit diesem Update. Schaden pro Sekunde durch die Flugabwehr um 50% erhöht und dann Schaden der Explosionen um 300% erhöht. Also wir hatten jetzt schon 2100, davon nochmal 300%, dann wisst ihr, was so eine Explosion an Damage machen kann. Da ist die halbe Staffel schnell mal aus dem Himmel gefegt. Also das ist richtig krass. Die Wirkungsdauer des Verbrauchsmaterials 48 Sekunden, weil ich hier ein spezielles Modul noch mit eingebaut habe bei den Verbesserungen. Und die Ladezeit beträgt 76 Sekunden, 3 Aufladungen. Und dann im vierten Slot und auch wieder, wie gesagt, separat, nichts im Austausch, alle separate Dinger, ihr seht es ja sowieso unten, die hydroakustische Suche, die dann Schiffe 5 Kilometer ortet und Torpedos 3,5 Kilometer ortet. Und da könnt ihr ja, wie gesagt, in Slot 2 das ein oder andere Verbesserungsmodul eben benutzen. Und apropos Verbesserung, dazu kommen wir nämlich jetzt. Ich habe mich hier in Slot 1 für die Hauptbewaffnungsmodifikation entschieden. Einfach damit die Türme nicht ausfallen oder weniger ausfallen. Das ist mir hier ganz besonders wichtig, weil ich eben nur 2 Stück davon habe. Ja, in Slot 2 habe ich mich hier für das defensive Flakfeuer, die Modifikation 1 entschieden, dass eben diese defensive Flakfeuer länger zu nutzen ist. Es gibt ja noch die Option, da eben die Hydroakustik einzubauen, also diese Verbesserungsmodul der Hydroakustik, dass eben die Hydro-Geschichte länger läuft. Ne? 20% sind das. In Slot 3 habe ich mich hier für die Zielsystemmodifikation entschieden, weil ich doch über größere Reichweite wirke, also 14,8 Kilometer, 117 Meter sind es dann immer noch, trotz Zielsystemmodifikation. Das wären halt nochmal 7% mehr, wenn ich das Ding nicht eingebaut hätte. Ja, achte ich auch für wichtig. Die Flakmodifikation baue ich hier nicht ein, weil wir sowieso nur einen Ring haben, also die Langstreckenflugabwehr, wo eben Explosionen drauf sind. Ja, das sind nur 6, dann wären es 8. Ja, okay, macht das einen Ticken schwieriger, aber ja, ich denke, es ist für mich wichtiger, der kontinuierliche Schaden, der macht eigentlich hier wirklich den großen Damage. Viele können die Flakwolken schon, können den Flakwolken eben schon gut ausweichen. Das ist so, ja, für mich nur die zweite Wahl, muss ich ganz ehrlich sagen. Darum Zielsystem. Dann eben, wie ich eben schon gesagt habe, Antriebsmodifikation 2, um einfach schneller beschleunigen zu können, wenn man im Nebel steht, Torpedos ausweichen muss oder einfach schneller aus dem Knick kommt, wenn man plötzlich unter Beschuss steht, möglicherweise. Dann gibt es in Slot 5 das Tarnsystem. Ich gehe 10% weniger weit auf. Und ich habe eben auch den Bonus, dass die Streuung der Granaten, die vom Gegner auf mich abgeschossen werden, sich um 5% erhöht. Ganz wichtiger Punkt, der wird immer wieder vergessen bei diesem Modul, dass ja da die Streuung zum Positiven für euch quasi sich verändert. Dann gibt es noch den Slot 6 und da haben wir die Möglichkeit eigentlich, ja, 3 Varianten einzubauen. Ich für mich gehe hier auf DPM, das heißt, möglichst viele Mumpel in möglichst kurzer Zeit rausschmeißen. Ladezeit der Hauptbatterie wird hier um 12% reduziert, so komme ich von 1,8 auf 1,6 Sekunden runter und die Drehgeschwindigkeit der Haupttürme wird verlangsamt um 13%. Ja, dann bin ich eben hier bei diesen 8,3 Sekunden Turmdrehzeit. Also das geht nicht groß ins Gewicht und die 0,2 Sekunden, die merkt man komischerweise. Ich habe es mit allen möglichen Varianten ausprobiert, die merkt man. Solltet ihr keinen 14er Kapitän haben und noch nicht die erweiterte Schießausbildung geskillt haben, würde ich die Hauptbewaffnungsmodifikation 3 rausnehmen und dafür die Feuerleitanlagenmodifikation 2 einbauen, sodass ihr zumindest dann auf 14 Kilometer Reichweite kommt oder 14,3 ist das dann, glaube ich. Weil die Reichweite ist für den Dampfer irgendwie schon wichtig. Damit skaliert auch so ein bisschen der Schaden, den ihr mit dem Dampfer machen könnt, weil ihr schon viel früher anfangen könnt zu schießen zum Beispiel. Oder auch gar nicht so nah ran müsst, ne? An Radarschiffe, die ja über 12 Kilometer oder 12 Kilometer Reichweite haben. Nicht über, aber genau 12. Ja, das ist halt auch so eine Sache, ne? Wenn ihr keine Reichweite skillt, dann seid ihr nur in der Lage, 12,3 Kilometer mit euren Mumpeln zu überbrücken. Eine Feuerleitanlagenmodifikation oder eben die erweiterte Schießausbildung ist hier schon Pflicht für diesen Dampfer, meiner Meinung nach. Und wenn euch das alles beides nicht zusagt, dann habt ihr noch die Möglichkeit, die Flakmodifikation hier einzubauen. Der kontinuierliche Schaden der Kurz-, Mittel- und Langstrecke wird um 15% erhöht und auch der Schaden innerhalb der Explosionen wird auch mal um 15% erhöht. Also da könntet ihr auch noch richtig krassen Flakbild da reinsetzen, wenn euch die 0,2 Sekunden jetzt auch zu wenig sind für diese Modifikation. Ist das zum Beispiel ganz sinnvoll. Gut.
Das sind sozusagen noch Optionen zu meinem Bild, die ich dann da mal mit aufgebe. Und dann kommen wir schon in Richtung Signale. In der oberen Reihe fangen wir oben links an. November Echo Set 7, das erhöht den kontinuierlichen Schaden in der sowie den Explosionsschaden der Flugabwehr jeweils um 5%. Dann habe ich die nächste Flagge ist dann India X-Ray von links aus Brandwahrscheinlichkeit um 0,5% erhöht. Und dann gibt es noch Victor Lima, das ist dann nochmal 0,5% dazu. Das muss irgendwie sein, ne, wenn man eine vernünftige Brandwahrscheinlichkeit machen möchte. In der zweiten Reihe von links, November Foxtrot, Ladezeit der Verbrauchsmaterialien um 5% reduziert, Sierra Mike, Pflichtflagge durch das Geschwindigkeitshandicap und dann geht es ganz rechts in der zweiten Reihe weiter noch mit der Magazindetonation Julia Charlie, die ich da skille, damit der Magazin eben nicht detonieren kann. Alle anderen Flaggen könnt ihr aus meiner Meinung oder aus meiner Sicht in die ökonomischen oder Sondersignale stecken. Wenn ihr das Schiff bekommt, dann bekommt ihr eine besondere Tarnung dazu, nämlich die Typ 10 Tarnung Friesland. Erkennbarkeit zu Wasser 3% reduziert, Streuung der Granaten um 4% erhöht, Schiffswartungskosten nach dem Gefecht um 20% reduziert und EP je Gefecht um 100% erhöht. Die Skillung oder die Tarnung, die ich jetzt hier fahre, auch gerade in dem Replay oder die ihr hier eben schon bei mir im Hafen gesehen habt, ist hier die französische Riviera-Tarnung. Ich finde, die hat irgendwie so einen europäischen Touch mit dem Blau und so weiter. Finde ich irgendwie cool. Keine Ahnung, passt mir gerade. Ja, und das ist das, was man zu den Äußerlichkeiten bei dem Dampfer sagen kann. Wie gesagt, wenn ihr da andere Vorschläge habt, das ist natürlich alles up to you. Ich stelle hier meinen Skill oder mein Bild vor. Wenn ihr da Vorschläge habt oder mit mir darüber diskutieren möchtet, könnt ihr das gerne tun, unten in den YouTube-Kommentaren. Ja, und damit kommen wir dann jetzt zum Kapitän. Ich habe hier einen 14er Kapitän, wie ich schon eingangs sagte, auf dem Schiff. Und in der ersten Reihe habe ich vorrangiges Siegelskill. Für mich ist wichtig, als DD-Fahrer auch, wie viele Schiffe mich anvisieren. Klar, ich muss eigentlich wissen, wann sie denn schießen, aber irgendwie komme ich damit besser klar. Das ist einfach mein persönliches Spielgefühl und deswegen habe ich hier vorrangiges Ziel drauf. In der zweiten Reihe habe ich geskillt natürlich den typischen DD-Skill mit letzter Anstrengung, Pflichtskill für jeden Zerstörer. Das kann man einfach pauschal sagen, das geht gar nicht anders. In der dritten Reihe habe ich hier den Sprengmeister drin, einfach um zusätzlich zu dem Beschuss und dem Treffen, der aufbaut mit diesen 19 mm und so weiter, einfach noch die Chance haben möchte, vernünftig Brände zu legen. Und das funktioniert mit dem Sprengmeister um einfach 2% besser. In der vierten Reihe habe ich als erste damals den Tarnungsmeister reingebaut, als ich 10 Skillpunkte hatte und hatte dann, wir erinnern uns, bei den Verbesserungen in dem sechsten Slot eben die Feuerleitanlagenmodifikation drin. Jetzt habe ich jetzt 14 Punkte und kann hier schon die verbesserte Schießausbildung skillen und habe dann in den sechsten Slot eben die Hauptbewaffnungsmodifikation 3 eingebaut, um dann schneller nachladen zu können. Weil 14,8 Kilometer ist vollkommen ausreichend von der Reichweite her. Jetzt haben wir dann noch theoretisch 5 Skillpunkte, wenn wir dann irgendwann mal einen 19er Kapitän zusammengefarmt haben. Und es gibt jetzt hier noch 3 weitere Möglichkeiten aus meiner persönlichen Sicht, wie man hier skillen kann. Wenn ihr DPM weiter verbessern möchtet, dann baut ihr zum Sprengmeister dazu noch die Schießgrundausbildung rein und dann verkürzt ihr eure Ladezeit nochmal um 10%. Das wären dann quasi gut 2 Zehntel Sekunden, also 180.000stel, ja, sind es eigentlich. Und dann seid ihr irgendwo bei 1,4 Sekunden Nachladezeit. Das, ja, finde ich dann ganz cool. Wenn wir den Weg dann weiter verfolgen, muss hier oben noch der Adrenalinrausch rein, weil sich dann noch weiter die Nachladezeit reduziert und dann sind Nachladezeiten bei einer Sekunde drin. Ja, also das ist wirklich, also 1,1 Sekunden, glaube ich. So habe ich es mir ausgerechnet. Das ist wirklich krass, dann seid ihr aber kurz vorm Abkratzen. Also, das ist aber wirklich geil. 4 Mumpeln alle Sekunde oder 1,1 Sekunde. Das ist schon richtig. Da kannst du von der Mumpel zur Mumpel gehen und landest dann, ohne nass zu werden, auf dem gegnerischen Schiff. Das ist wirklich richtig heftig. Solltet ihr aber ein bisschen was für die Überlebensfähigkeit tun wollen, ist die eine Möglichkeit, Experte der Überlebensfähigkeit hier rein zu skillen. Das bringt euch dann über 3000 Trefferpunkte mehr, die dieses Schiff bekommt. Das ist 1/5 des gesamten Trefferpunkte-Pools, den ihr damit dann pimmt. Das kann sehr sinnvoll sein, ist wahrscheinlich sogar ein bisschen effizienter als mein DPM-Skill. Das kommt einfach auf das persönliche Spielverhalten drauf an. Und oder ihr könnt eben Inspekteur skillen. Ne? Dann bekommt ihr von der Nebelwand, vom defensiven Flakfeuer und von der Hydroakustik jeweils eine Aufladung mehr. Das kann euch auch helfen. Das kommt auf die Gefechte drauf an. Mein persönliches Gefühl sagt mir, ich muss hier auf DPM gehen und deswegen empfehle ich euch für diesen Bild die Schießgrundausbildung und danach den Adrenalinrausch. Dann sind die 5 Punkte vergeben und fertig. Ja, und wenn ihr euch hier unten eben für
Inspekteur respektive Expedierter die Überlebensfähigkeit entscheidet und da oben nicht für den Adrenalinrausch, dann könnt ihr hier noch den 1000 Sasser skillen, um die Ladezeit der Verbrauchsmaterialien noch weiter nach unten zu bekommen. Das ist sozusagen was Alternatives, ne? Zum einen eher ein Ticken auf Survive sozusagen, ja, oder eben mehr auf DPM. Das sind die beiden Varianten, die ich für diesen Dampfer hier empfehlen würde. Ja, und das war es eigentlich schon zur Friesland. Und dann kommen wir jetzt noch zum Pro und Contra. Was hat mich an dem Dampfer hier so richtig vom Hocker gehauen? Also am Ende überzeugt mich dieser Dampfer nämlich. Der macht mir richtig Laune, muss ich ganz ehrlich sagen. Kurze Nachladezeit, das ist richtig geil. Und ich bin mir sicher, dass, wenn ich den Bild dann noch weiter auf DPM setze, das noch krasser wird. Da kriegst du richtig einen Adrenalinrausch im wahrsten Sinne des Wortes. Die super hohe Brandwahrscheinlichkeit. Wir haben zwar, wie gesagt, nur 4 Mumpel in der Luft, aber 11% Brandwahrscheinlichkeit ist echt krass. Gab es ganz oft, dass die erste Granate aufschlägt und sofort ein Brand da ist. Kommt natürlich auf die Gegner-Skillung an, aber ihr wisst, was ich meine. Das ist schon eine tolle Sache. Dann die richtig coole Anti-Air. Auch gegen T-10-Flugzeuge macht die echt Laune. Also ist meine persönliche Erfahrung, dass das einfach richtig cool ist, zusammen mit diesem, mit der Flugsektorpriorisierung. Das ist ja einfach nur genial. Ihr habt eine hohe Reichweite, 6 Kilometer, das ist so hoch, wie manches Schlachtschiff eben schießt. Ne? Bei den DDs ist es sowas sehr, sehr selten, dass man 6 Kilometer Reichweite überhaupt hat. Nicht mal die Kit hat 6 Kilometer Reichweite. Dann ein sehr, sehr langer Nägel, langer Nebel, amerikanischer Typ sozusagen. Viele Verbrauchsmaterialien, die unabhängig voneinander zu benutzen sind und sehr gute Richtwinkel. Das heißt also, ihr müsst wenig Breitseite zeigen, um beide Geschütztürme einsetzen zu können, die ja sich, wie gesagt, um 360 Grad sogar drehen. Das heißt, ihr habt es ohne Probleme, dass ihr einfach mal 4 Mumpeln absetzen könnt. Das ist das Coole oder das Pro. Das Contra ist natürlich keine Torpedos. Dann die relativ hohe Verborgenheit, also 6,4 Kilometer, ist einfach viel, viel. Manche Schiffe haben 1 Kilometer weniger als ihr. Ja, also muss man sich mal reinziehen. Dann relativ wenige Geschütze, ne, ist natürlich irgendwo klar. Ihr habt zwar eine kurze Nachladezeit, aber dafür wenige Geschütze da drauf. Das bedingt ja so ein bisschen im Balancing. Und der Trefferpunktepool ist eher unteres Mittelfeld. Ja. Ja, das ist das, was man dazu sagen kann. Alles andere liegt so ein bisschen in eurer Hand. Als Fazit würde ich so ganz zum Schluss sagen, tolle DPM-Maschine, die erstaunlich viel Spaß macht, habe ich mir hier notiert. Und ein guter Einstieg in den paneuropäischen Baum. Wenn ihr noch gar keinen Dampfer habt, macht der Dampfer wirklich Laune, wenn ihr gerne DD fahrt. Und wenn ihr schon die Blüskerwiska habt, dann habt ihr sogar einen Kapitän, den ihr ohne Probleme auf diese Friesland wahrscheinlich setzen könnt. Und jetzt sage ich schon, vielen, vielen herzlichen Dank für Zuschauen. Ich hoffe, die Schiffseinweisung hat euch die Erleuchtung gebracht, ob ihr sie holt oder eben nicht, ob für Free XP oder Euronen. Ja, wenn dem so ist, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, ein Abo, wenn ihr uns noch nicht abonniert haben solltet. Empfehlt uns super gerne weiter, würde mich super freuen. Da bin ich immer sehr, sehr dankbar dafür. Mondpropaganda braucht ein kleiner Kanal wie wir. Und ja, dann sehen wir uns einfach im nächsten Video, im nächsten Livestream hier auf dem Kanal. Bleibt uns gewogen, bis zum nächsten Mal. Euer Seekrautz-Team. Euer Andi. Ciao, ciao.